Hey ho Leute, heute mal so ein kleines Privatgrillen-Video, was wir so für uns hier machen. Darunter eingelegter Schweinebauch mit Zwiebelmatsche und Patricia macht gerade einen Nudelsalat. Aber ein bisschen nehme ich ja die Kamera immer mit dazu und schauen wir uns an, was wir heute so machen. Einfach den kompletten Schweinebauch in Scheiben geschnitten, schön mit dem Ofa One for All von Klaus G. eingewappt und dann mit der Zwiebelmatsche komplett eingeschmiert. Zwiebelmatsche heißt, ich habe ja im Thermi einfach ein paar Zwiebeln klein gematscht und ja. Hast du den Knoblauch mit rein? Nein, habe ich nicht, kein Knoblauch. Eben nur mit Zwiebeln noch schön eingerieben. Da kommt jetzt noch eine Folie drauf und dann darf das jetzt noch eine Stunde einziehen. Vorteil von der Zwiebelmatsche ist, die ätherischen Öle, sage ich jetzt einmal, der Zwiebelsaft tritt gleich aus und umschließt schön das Fleisch und kann sauber einziehen. Und das ist natürlich schneller, als wenn wir bloß Zwiebelscheiben hätten. Gut, Folie drauf und noch ab in den Kühlschrank. Patricia, was bastelst du da? Einen Nudelsalat. Einen Nudelsalat? Mhm. Okay, da ist ja schon wieder Käse drin. Oh, da ist immer Käse drin. Nee. Also ich habe vorher nicht so einen Sauerstein gemacht. So Leute, weiter geht's. Gesundheit, Patricia. Und bevor wir jetzt nachher dann reingehen und uns ein leckeres Schweinefilet mit Schinken und Käse füllen, gewürzt mit einem neuen Gewürz und das Ganze dann in Bacon einwickeln, packen wir jetzt das Schneidebrett aus, was ich hier bekommen habe, was mir der Paul geschickt hat. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Auf geht's. Also ich bin ja jetzt hier selber gespannt. Er hat zwar gesagt, nicht unbedingt die Verpackung zeigen, weil wir noch dabei sind, ordentliche Kartons zu organisieren. Aber hey, das ist mir jetzt wurscht. Ich will das Ding jetzt einfach auspacken und mir das Ding mal richtig angucken. Also verpackt hat das mal richtig gut. Also das Ding hat bestimmt keinen Schlag abgekriegt. Haha, kleine Anspielung. Oh Paul, was hast du denn? Das ist doch mal richtig geil verpackt. Also wenn du alles so verpackt, dann kann sich keiner beschweren über eine Verpackung. Oh. Jetzt klebt meine Brille hier fest. Verdammte Axt. Ja, lacht's nur. Ich lach mich gleich selber aus. Zappalot, Zappalot, Zappalot. Nein! Geil! Also so, wenn Sachen verpackt sind, die kommen mit Sicherheit ordentlich an. Tjo! Ein richtig geiles Brett von ein Gourmetholz, ein Brett fürs Leben. Und so wie das aussieht, ist das auch ein Brett fürs Leben. Schön dick, massiv. Ja, das ist definitiv in Zukunft mein Brett für die Außenarbeiten. Geil, 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 geil. Tja Leute, das so amerikanischer Nussbaum, so steht es auf der Internetseite, nicht ganz günstig ist,
versteht sich, glaube ich, von selber. Ich werde die Seite mal in der Videobeschreibung verlinken. Schaut euch das selber an. Macht euch selber ein Bild. Aber ich bin glücklich. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich warte jetzt noch, bis mein Schatz mit dem Bacon kommt, weil das brauchen wir ja, um das Filet einzuwickeln, einzuwämsen, und dann sehen wir uns drinnen wieder. Bis Schatzi wieder da ist, kann ich ja schon mal das Filet schneiden, auseinanderklappen, würzen mit den Pick Bang Theorie von McAllister, der ja eigentlich dieses Wochenende hier gewesen wäre, aber tja, bei sich im Umkreis hier seine Gewürze beim Edeka in die Laden in die Läden gebracht hat und deswegen nicht hier sein konnte. Drin ist Paprika, Salz, Rohrzucker, Chili, Kumin, Knoblauch, Senf, Pfeffer, Cheyenne-Pfeffer, Paprika Smoke, das riecht man, und Koriander. Aufgemacht habe ich das Ganze schon und ja, also das riecht man definitiv raus, dass das geräuchert ist, das Paprika, und ja, gut, mit dem würzen wir das Ganze. Jetzt gucke ich erst einmal, dass ich das Filet schön aufschneide, und zwar machen wir hier wieder einen gekonnten Mittelschnitt bis ziemlich durch runter. Und wenn wir ganz narrisch sind, nachher klopfen wir das Ganze noch. Das weiß ich aber jetzt noch nicht. Und dann arbeiten wir uns hier am Rand vor. Wenn wir an irgendwelchen Stellen durchkommen, ist es ja eh nicht ganz so wild. Weil das wird ja noch mit Bacon komplett umwickelt. Ich würde mal sagen, fällt es fest schon von selber weg. Ganz leicht klopfen können wir es noch, aber nicht viel, ganz, ganz leicht. Ja. Das soll uns an dieser Stelle schon ausreichen vom Klopfen. Und dann nehmen wir unser Gewürz. Ihr könnt natürlich auch jedes andere nehmen, was ihr möchtet. Aber wie gesagt, das möchte ich heute ausprobieren. So, und jetzt hole ich mal gleich eine Folie, mache meine Hand sauber, tue das auf die Folie legen und die andere Seite auch einbalsamieren. Und gib ihnen die zweite. Wieder ein bisschen einmassieren. Das mag das Fleisch. Brauchst du Hilfe? Nein, im Moment ist mir nicht zu helfen. So. Wer hat das aufgemacht? So. Und dann klappen wir das hier jetzt einfach mal zusammen. Und so kommt es jetzt noch in die Kühlung. Und naja, ich denke, mindestens da noch eine halbe Stunde, bis Schatzi wieder da ist. Und dann holen wir es raus und dann können wir es direkt wieder aufklappen und füllen anfangen. Oder Patricia, was sagst du dazu? Jawohl. Gut. Jetzt haben wir alles da. Da hinten ist der Bacon, Schinken, ein Käse. Dann nehmen wir wieder diesen geilen Butchers Käse mit dazu. Und ja, so ein Butterkäse. Und ich packe das jetzt alles mal aus und dann können wir loslegen. Attacke! So, da legen wir jetzt erstmal Butterkäse drauf. Ich denke, zwei Scheiben werden reichen. Na, komm her, du Schinken. Und wenn uns das eine Filet nachher später nicht reicht, dann mache ich halt ganz einfach nochmal eins. Und innen kommt jetzt dieser schmelzige Käse rein. Obwohl, den machen wir, den klappen wir zusammen, dass der wirklich innen bleibt.
wird zwar mit Sicherheit bestimmt nachher ein bisschen was rausdrucken. Davon gehe ich aus. Aber so sieht das Ganze doch schon mal gut aus. Na, geh runter, du Käsebobbel. Weg mit dem ganzen Zeug. Kann man hier schon mal mit dem Einrollen anfangen. Ich glaube, das Zeug mag mich heute nicht so ganz. So, dann können wir anfangen, uns den Bacon auszulegen. Ich könnte jetzt auch ein Bacon-Netz flechten, aber dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Oh weh, das ist ein dürrer Bacon. Schatz, wo hast du den Bacon gekauft? Im V-Markt. Im V-Markt. Tja. Ja, drauf gewartet hast, ja. Ich kann ja nicht noch eine Shopping-Tour machen, 4 Stunden. Also, Leute, ich sag's euch, ob ihr es hören möchtet oder nicht, der Bacon vom Penny, nicht vom Penny, vom Lidl, ist mir immer noch am liebsten. Tja. Tja. Ich muss diesen Tod sterben. Ich werde es überleben. Tja, die Scheiben sind jetzt wieder breiter. Naja. Wenn der Bacon hinterher schön knusprig wird, ist alles okay. So, sollen wir das Ganze nachher einschnüren? Wie ein Rollbraten oder machen wir das mit Pieksern? Leute, ich glaube, ich hole mir schnell noch ein paar Piekser und dann legen wir das Fleisch drauf und tun es einwickeln. Da wäre ich wieder, Piekser geholt und drauf mit dem Ding. Jetzt legen wir die Scheiben immer abwechselnd so leicht über Kreuz. Na, da hätte ich sie anders legen müssen, gell? Zumindest probieren wir das. Warum überlappt die Scheibe jetzt nicht so, wie ich wollte? Aber hier kann man so weitermachen. Gleich 2 erwischt. Auch recht. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Schönheitswettbewerb. Dann schnappen wir uns unsere Piekser. Pieksen die hier durch. Immer, dass man halt dann so schön zwischendrin schneiden kann und dann eine einzelne Scheibe hat. Wir schneiden das natürlich erst nach dem Grillen und nicht jetzt schon, weil das wäre ja Blödfug. So, fertig. Und so gehen wir nachher auf den Grill, was mir gerade eingefallen ist. Ich hätte ihn anfeuern können auch gleich, habe ich vergessen, aber ich gehe jetzt anfeuern und dann sehen wir uns draußen.